Hallo Camper und Radfreunde. Heute geht's eine kleine Tour mit meinem Kumpel Frank, der hat auch einen Kanal. Franks Abenteuer heißt er. Und auf geht's. Startklar sind wir. Gleich geht's los. Eine kleine Überraschung habe ich für meinen Freund Frank, damit wir nicht verdursten. Oh, da ist mein Kumpel von Franks Abenteuer. Gleich geht's los. Eine kleine Tour Richtung zu uns, Richtung Köln und dann zurück. Ich wünsche euch viel Spaß. Kleines Päuschen, aber scheiß Wetter, hat vorhin kurz geregnet, aber das halten wir ja aus. Da haben wir uns eine gute Strecke hier ausgesucht, da weiß ich wenigstens, wo wir Weihnachtsbäume herkriegen. Einigermaßen wieder festen Boden unter den Füßen. Jetzt geht's weiter. So, Prost. Prost. Angekommen in Zones. Und zu uns aus setzen wir jetzt rüber nach Düsseldorf, Uhrenbach und fahren über Uhrenbacher Kämpe über die Fleerbrücke wieder zurück. Wer dich interessiert, mal auf Stopp drücken, hier sind auch die Preise für die Fähre. Wir haben eine schöne Tour gemacht, lecker Bierchen getrunken. Wie gesagt, jetzt geht es über die Fähre von Zons aus nach Düsseldorf-Uhrenbach. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself. Drüben sind wir, weiter geht's. So, angekommen in Benrad. Jetzt machen wir noch ein kleines Päuschen am Rhein. Wie gesagt, der hat gut Hochwasser. Lauft mal wieder Filmaufnahmen. Frank, geht's um Bier? Okay. Ein Bein steht uns schon. Dann mal Prost, ne? Jetzt sind wir von Zons aus bis nach Uhrenbach. Jetzt sind wir in Benrad und fahren weiter Richtung A46 Fleerbrücke. Ah, wer steht denn da? Ja, ich.
Weiß doch. Nach der Radtour einen schönen Mantazeller. Guten Appetit, danke. Unser Essen geht jetzt weiter Richtung Neuss zurück. Wir sind jetzt in Düsseldorf am Treppelsberg, falls das jemand kennt. Jetzt fahren wir hier neben den Rhein entlang Richtung Rheinbrücke. Also bis jetzt war es wirklich eine schöne Tour. Wie man sieht, das Wetter hat sich auch gebessert. Schon mal gut, dass wir rausgefahren sind, wenigstens ein paar Meter mal fahren, ein bisschen frische Luft schnappen. Hier sind die Parzellen von den Campingplätzen, die werden aber meist ab Herbst geschlossen, weil die mit Hochwasser rechnen. Hier stehen die ganzen Camping- bzw. Wohnwegen, die dann auf den Campingplatz kommen. Aber im Winter oder im Herbst wird er eigentlich immer wieder leergeräumt wegen Hochwasser. So, jetzt geht's mal wieder auf dem Single Trail weiter. Langsam geht es wieder Richtung Heimat. Jetzt sind wir auf die Flea Brücke. Und das war eine kleine, nette Tour für heute. Ich bedanke mich auch beim Frank. Und schaut mal bei Ihnen auf dem Kanal Franks Abenteuer. Da sind wir uns beiden noch Filmchen drin. Danke, tschüss. Wir sind gut zu Hause wieder angekommen. Jetzt noch ein kleines Bierchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen, auch Franks Abenteuer und über den Daumen würden wir uns freuen. Tschüss.